Was geht ab, meine lieben Freunde? Yugi-RTV auch hier und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Neues Logo, neues T-Shirt, neuer Content. Und zwar wollte ich heute einen Market Watch machen. Ein Thema, was mich persönlich sehr interessiert. Ich beobachte gerne die Preise und bin doch relativ viel auf Card Market unterwegs. Für alle, die Card Market nicht kennen, ihr müsst euch das Ganze ähnlich wie eBay vorstellen, nur eben für Sammelkarten. Card Market ist Europas größter Platz für Sammelkartenspiele, egal ob Pokémon, Magic, Vanguard, Final Fantasy oder auch eben Yu-Gi-Oh! Und genau auf diesen Yu-Gi-Oh! Market wollen wir heute eingehen. Aber auf Card Market bekommt ihr nicht nur die Karten, sondern ihr könnt euch da auch Zubehör kaufen wie Hüllen, Binder, Spielmatten, Würfel und so weiter. Jeder kann sich anmelden, egal ob privat oder gewerblich, und dort seine Karten zum Verkauf anbieten. Aber ich würde mal sagen, genug davon. Falls euch das Thema Card Market an sich interessiert, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und falls das Interesse da ist, werde ich natürlich ein Video darüber machen. Egal ob ihr wissen wollt, wie Card Market genau funktioniert, wie man da seine Karten inseriert oder vielleicht aber auch, wie man seine Karten sicher verschickt, so dass die auch unbeschädigt ankommen. Falls das Interesse also da ist, schreibt es mir in die Kommentare und ich werde euch da gerne helfen. Bevor wir aber mit dem Market Watch beginnen, Grüße gehen raus an Keks. Er ist derjenige, der dieses T-Shirt hier designt hat und auch für mich gemacht hat. Vielen lieben Dank dafür. Am besten finde ich natürlich meinen Bartwuchs hier auf dem Shirt. Etwas, was ich in Real Life vermutlich niemals haben werde. Ich werde für immer mit diesem Loch hier bleiben. Aber ich würde mal sagen, es ist an der Zeit, dass wir mit dem Market Watch beginnen. Beginnen möchte ich mit unserem Blau gegen alternativen Drachen. Die Karte hat in Legendary Duelist Season 2 einen Reprint bekommen. Dort konnte man sie neben Gold auch noch in drei weiteren Farben bekommen, nämlich in Grün, Blau und Lila. Zum Release war der Preis der Karte bei rund 6 Euro, nun knapp 3 Monate später liegt er bei 15. Und wie ihr auch sehen könnt, ist das Angebot noch recht gering. Was mich aber leicht verwundert, ist, dass man für die Secret Rare Version der Karte aus Movie Pack The Dark Side of Dimension, die in meinen Augen eine wesentlich schönere Version der Karte ist, ungefähr denselben Preis zahlt. Vielleicht 1 bis 2 Euro mehr. Was wiederum bedeuten kann, dass der Preis der Karte vielleicht in naher Zukunft auch nochmal etwas steigen wird. Meiner Meinung nach ist der Preis mit 12 bis 15 Euro für die Ultra Rare Variante der Karte doch recht fair. Allerdings kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch die Karte holen wollt, holt euch doch lieber die Secret Rare Variante, so habt ihr dann definitiv die höchste Rarity Stufe, die auch ihren Wert am besten halten wird. Zusammen mit dem alternativen weißen Drachen werfen wir doch einen Blick auf eine weitere Blue Eyes Karte, nämlich auf die Bingo Maschine los. Auch hier schauen wir jetzt die Secret Rare Variante aus dem Legendary Duelist Season 2. Mit 7 bis 8 Euro ist die Karte in meinen Augen relativ gering. Zum Release hat man 8 bis 9 Euro gezahlt, aber man darf auch hier nicht vergessen, dass vor dem Reprint die Ultra Rare Version der Karte zwischen 25 und 30 Euro lag. Für das Geld kriegt man also nun ein ganzes Playset der Karte und das auch noch in einer höheren Rarity. Ein Playset ist auch genau das, was man braucht, wenn man Blue Eyes spielen will. Daher bin ich der Meinung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Karte auf rund 15 Euro ansteigt. Wenn man also mit dem Gedanken spielt, Blue Eyes zu spielen, kann ich euch nur empfehlen, die Karte lieber früher zu holen als später. Die nächste Karte, die wir uns anschauen werden, hat zumindest prozentual den krassesten Anstieg seit 2020 hinter sich. Die Rede ist von Cursed Eldland. Wenn man sich überlegt, dass die Karte zum Release in Secret Slayers im April 2020 gerade mal 20 Cent wert war, so ist sie nun knapp ein Jahr später gut 28 Euro wert ist. Der Anstieg ging los seit dem Reprint von dem Goldenen Lord in Maximum Gold, da ist die Karte ganz schnell von ihrem Centbetrag auf 5 Euro und anschließend auf gut 20 Euro angestiegen. Als die Banlist dann näher kam, hat sich der Preis etwas abgekühlt und man konnte sich Kopien der Karte für rund 15 Euro sichern. Nun ist aber die Banlist draußen, Eldritch wurde nicht gehittet, das heißt man kann die Karten ohne Sorgen nochmal 3 weitere Monate nutzen, was dann eben wiederum für diesen rasanten Anstieg gesorgt hat. Für eine Super Rare aus einem Sideset ist das in meinen Augen ein viel zu hoher Preis. Wenn man also nicht vorhat, in der nächsten Zeit Eldritch zu spielen, kann ich euch empfehlen, die Karte so schnell wie möglich zu verkaufen. Da das Set jetzt mittlerweile seit knapp einem Jahr draußen ist, kann ein Reprint jederzeit kommen und sobald dieser verkündet wird, wird der Preis der Karte definitiv in den Keller fallen. Die nächste Karte, die wir uns anschauen werden, ist der tierverzierte Archosaurier. Die Dinos wurden ja auf der Banliste verschont und mit dem Verbot von True King of All Calamities wird das Dino-Deck mit Sicherheit eines der Top-Decks im Format. Das würde dazu, dass unser tierverzierter Freund von 40 auf knapp 60 Euro angestiegen ist. Definitiv ein stolzer Preis, aber man muss ja auch sagen, dass der Rest des Decks relativ günstig ist und auch nur einen, höchstens zwei davon im Deck braucht, sodass das Dino-Deck definitiv immer noch einer der günstigsten Decks im Format sein wird.
Als nächstes schauen wir uns einen weiteren Überlebenden der Banliste an, nämlich den Dunklen Dragoon. Auch hier ist der Preis sofort nach der Banliste rasant angestiegen, von 40 auf rund 53 Euro. Ich denke, viele haben nochmal abgewartet, um zu gucken, ob TCG OCG folgen wird, denn da ist ja der Dragoon seit der letzten Banlist verboten. Als die Liste dann gedroppt wurde und der Dragoon nicht drauf war, haben sich dann eben viele ihre Kopie gesichert. Was dann eben zu diesem Preisanstieg geführt hat. Dragoon war ja die Chase-Karte aus den 2020 Megatins und wie ihr euch sicher erinnern könnt, gab es ja diesmal keine Promos, sodass die Tins nach jedem Wert hungrig sind, den sie bekommen können. Daher kann ich mir auch nicht vorstellen, dass der Dragoon wieder zurück auf die 40 Euro fallen wird, auf denen er vor kurzem war. Ich denke, der Preis wird erst wieder runtergehen, wenn wir den Dragoon auf der Banliste sehen. Als nächstes würde ich gerne über die Trishula Nulldrache der Eisbarriere reden. Die Karte ist knapp einen Monat alt und hat inzwischen ihren Wert verdoppelt. Anfang rund 60 Cent, mittlerweile bei 1,20 Euro. Wir haben hier ein generisches Synchro-Monster mit einem sehr guten Effekt. Das Ganze in einem Structure-Deck, der nur noch so nach Wert schreit. Das Structure-Deck kann man jetzt hier nicht mit Spirit Charmers vergleichen. Dort hatten wir Karten wie Dark Ruler, Raigeki, Effect Veiler, Twin Twister, Solemn Warning und vieles mehr. Dazu kam auch noch 1 von 5 Token zum Sammeln und einer von 4 Charmers in einem alternativen Artwork. Hier sieht das Ganze eben anders aus. Wir haben bis auf Crackdown, Appointer und Ronitoad absolut keine Karte, die etwas wert ist. Und so bin ich mir absolut sicher, dass sie eben weiter steigen wird. Die Karte ist generisch, hat einen richtig guten Effekt. Dazu dürft ihr auch nicht vergessen, dass es immer etwas länger dauert, bis die Karten aus dem Structure Deck reprintet werden. Daher kann ich euch absolut empfehlen, euch die Karte jetzt zu holen. Als nächstes will ich auf eine Karte eingehen, die meiner Meinung nach schon viel zu lange unter ihrem Wert war. Die Rede ist von Nummer 39 Utopia aus Battles of Legends Armageddon. Das Ganze in Astral. Für alle, die es nicht wissen, Astral ist eben die Sprache aus dem Anime. Trotzdem muss man hier erwähnen, dass die Karte turnierlegal ist, ihr müsst also bloß eine Übersetzung dabei haben. Die Karte ist jetzt von rund 230 Euro auf gute 330 angestiegen und wenn diese eine Kopie weg ist, ist die nächstgünstigste Karte bei 360. Jetzt sagt mit Sicherheit der eine oder andere von euch 230 Euro und ich sag, die Karte ist unter ihrem Wert, das kann ich euch ganz einfach erklären. Wir haben hier eine Starlight Red, das heißt man zieht eine auf zwei Cases bzw. 24 Displays. Neben der Utopia gab es in dem Set eine weitere Starlight Rare zur Feier von 10.000 Karten im TCG, nämlich den 10.000 Drachen. Mit derselben Pull-Rate, es wird sogar behauptet, den Drachen könnte man etwas leichter ziehen wie die Utopia. Die Karte ist absolut unspielbar und ist derzeit rund 1.000 Euro wert. Dagegen sind die 230 Euro schon gar nicht mal so schlimm. Dazu kommt auch noch, dass Utopia durchaus spielbar ist. Mit Karten wie Utopia Double hat sie schon mal Top-Tables von Turnieren gesehen und mit dem zukünftigen Utopia-Support wird sie mit Sicherheit auch noch spielbar bleiben. Aber auch das ist noch nicht alles, wir haben hier das Bossmonster des Hauptprotagonisten aus dem Yu-Gi-Oh! Sechstel Anime, was die Karte eben auch für Casual-Spieler und Anime-Liebhaber attraktiv macht, zumal die Karte auch in der Anime-Sprache geschrieben ist. Dazu kommt auch noch, dass das ein Nummer-Monster ist, das heißt es gibt ja auch die Number Hunters, Menschen die eben alle Nummer-Karten haben wollen, das Ganze natürlich in der höchsten Rarität und ich bin mir sicher, dass wir keine höhere Rarität bekommen werden, wie eben die Starlight Rare in der Anime-Sprache. Ich denke, ich habe genug Gründe genannt, die diesen Preisanstieg gerechtfertigen und ich bin mir absolut sicher, dass diese 360 Euro definitiv nicht das Ende für die Karte sind. Bevor wir das Video hier beenden, möchte ich noch ganz kurz auf den neuen Yu-Gi-Oh! Merch eingehen, das Ganze im dunkles Magiemädchen, die Drachenritterin Design, eben das neue Artwork, welches wir aus Legendary Dragons The Complete Series bekommen haben. Es gibt eine neue Spielmatte, einen Binder, eine Deckbox und Sleeves. Die Spielmatte sieht dann so aus, ich hoffe man kann das einigermaßen gut erkennen. Wir haben jetzt eben das dunkle Magiemädchen in diesem alternativen Artwork. Das Ganze ist eben wie so ein Mauspad, sage ich jetzt mal, eben so eine Anti-Rutschmatte. Und kostet gerade mal 15,99 €. Dann haben wir noch einmal den Binder. Der sieht dann so aus. Umfasst eben 180 Karten. Wir haben jetzt hier 9 Karten pro Seite. Auch hier eben dieser schwarze Anti-Rutsch-Hintergrund und seitlicher Einschub für die Karten. Für den Binder zahlt man jetzt 10,99 €. Und dann gibt es noch die Sleeves. Die sehen dann so aus. Ich hoffe, man kann es einigermaßen gut erkennen. Das sind jetzt 50 Sleeves pro Päckchen. Und da zahlt man 4,50 €. Und es gibt noch eine Deckbox, die habe ich jetzt leider nicht da. Aber ihr könnt es gerne auf trader-online.de anschauen und da kann man sich auch diese ganzen Sachen bestellen. Ich finde die Preise sind ziemlich fair und es lohnt sich definitiv da mal vorbeizuschauen. Das war's aber auch mit dem Video. Falls euch der Marktwatch gefallen hat, lasst es mich gerne in den Kommentaren oder mit einem Daumen nach oben wissen. Über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns wie immer im nächsten Video.